Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Wochenendbotschaften für heute, für morgen und für übermorgen, für Freitag, Samstag, Sonntag, wenn du es heute schaust. Ansonsten natürlich können auch 3 andere Wochentage jetzt auch dran sein, ne? Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer. Dann, wann du schaust, denn das Video ist nicht zuständig, sondern das Video ist zeitunabhängig, dann, wann du schaust, dann wird es dir wahrscheinlich auch Hinweise für deine Themen, für dein Leben, für deine Prioritäten, die gerade da sind, unterstützend auch mit den Karten, mit den Botschaften auch zur Seite stehen wollen. Ne? Wir haben wie immer hier die Lenormand-Karten, daraus werde ich gleich 3 Karten ziehen für unsere Überschriften für diese 3 Tage. Und dann habe ich wie immer bei den 3-Tages-Botschaften 2 Stapel gemacht, den Stapel 1, Stapel 2, Stapel links, Stapel rechts. Du darfst, wenn du magst, jetzt schon ganz aus dem Bauch heraus entscheiden, welcher Stapel deiner sein soll. Aber natürlich lege ich die jetzt erstmal weg, denn wir wollen erstmal schauen, was wir für Überschriften erhalten jetzt für die 3 Tage. Was dürfen wir da erfahren? Welche Botschaften dürfen uns vor allen Dingen auch unterstützen und zur Seite stehen auch? Da haben wir den Park, da haben wir die Lilien und uns. Und liebe Herren, bitte seht es mir nach, wir sind hier mehr Frauen, deswegen wir sind alle jetzt hier die Fragesteller, Fragestellerinnen. Die 29 bist du auch, wenn du auch ein Mann bist. Und wenn wir jetzt den Mann gezogen hätten, dann wäre es unser Herz, Mensch, Herz, Menschen. Und wenn ich für dich, liebe Herren, oder für euch, liebe Herren, eine individuelle Legung mache, dann seid ihr natürlich der Herr. Aber jetzt sind wir hier alle. Und ich sage es immer sehr gerne, wenn wir uns ziehen, bei Michael im Kartendeck ist es so schön, wir schauen so ein bisschen nach hinten, ne? So in die Vergangenheit. Wir haben so einen Rückblick. Und hier ist die Harmonie, Stabilität und das Außen. Und das heißt für mich auch auf der einen Seite, wir denken vielleicht darüber nach, dass wir im Außen was verändern möchten. Die Lilien sind auch die Kreativitätskarte. Vielleicht haben wir noch so, ja, sag mal so Vorhaben in unserem Kopf und wollen die verwirklichen im Außen. Und vielleicht denken wir da gerade sehr intensiv nach in diesen 2 Tagen. Vielleicht möchten wir etwas ins Leben bringen. Vielleicht sagen wir aber auch selber, wir wollen wieder mehr nach außen gehen, also sprich auch draußen unternehmen. Das können auch Treffen im Außen sein. Das kann natürlich auch der klassische Park sein, wo wir wieder Kraft tanken, wo wir unsere Balance wiederfinden, ne? Dass wir das vielleicht vorgenommen haben, im alten Jahr gesagt haben, also 2022 starten wir auf jeden Fall wieder mit mehr Aktivitäten im Außen, was halt alles möglich ist, ne? Um halt mehr für uns auch in unsere Mitte auch zu finden. Ne? Die Lilien sind ja auch so die Balance-Karte. Aber es ist auch so, dass die Familienkarte ist, die Freunde. Und es kann auch sein, dass wir lange nicht mehr uns getroffen haben, treffen konnten, treffen durften, was auch immer. Ne? Und das ist so die Sehnsüchte, die man hat, dass das jetzt endlich auch mal wieder anders werden soll. Ne? Und gut, dieses Anders definierst du natürlich auch mit unter selbst. Ne? Das weißt du auch warum. Ich muss hier nichts thematisieren, mache ich auch auf meinem Kanal nicht. Möchte ich auch nicht, davon abgesehen. Und deswegen ist es deine Entscheidung. Aber wichtig ist, die Karten sagen dir, dass diese Gedanken, die du hast, dich wieder mehr vielleicht auch zu zeigen draußen, die würden dich auch mehr in die Stabilität, in die Balance, in deine Mitte bringen. Ne? Du wirst viel mehr da, ja, ich sag mal auch wieder Glück und Freude spüren und vielleicht auch das Kribbeln, vielleicht im Außen auch, das ist ja auch die Erotikkarte, die Ästhetikkarte, ne? Und Sexualitätskarte natürlich auch, vielleicht auch da so wieder diese Geborgenheit, dieses Knistern spüren bei einem Herzmenschen, Herzmenschen, aber auch letztendlich ja, eine Beziehung, vielleicht auch eine neue Beziehung, freundschaftliche Art und Weise, das definierst du ja auch, wo man sich auch angezogen fühlt, wo man sich auf Seelenebene gut versteht. Ne? Das kann jetzt natürlich auch auf klassische Freundschaften sein. Ne? Aber dafür ist wichtig auch, dass du, wie ich das so sehe, auch in der Überlegung bist, was kann ich im Außen dafür tun, damit es mir diesbezüglich auch besser geht. Und die Lilien sind ja auch die Winterkarte. Und wir sind jetzt noch im Winter, noch einen guten Monat, sodass wir das auch wirklich dann auch ja, annehmen können. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Oder was heißt guten Monat? Ne? Letztendlich sind wir nicht mehr in einem guten Monat, sondern wir sind eigentlich schon ja, fast so weit, dass wir sagen können, nur noch ein knapper Monat. Und dann fängt das Frühjahr an. Ne? Ich glaube, heute ist, wenn ihr es am Freitag heute direkt schaut,
dann ist jetzt, glaube ich, der 25. Ne? Ich glaube schon, dass es so ist. Ich gucke mal gerade hier auf meinem Kalender, aber das müsste eigentlich so sein. Ja, ich sehe das jetzt gerade von Weitem nicht so gut, aber ich meine, dass heute der 25.2. ist, wenn du es halt schaust, direkt am Freitag. Und dann ist es natürlich so, dass wir in einem knappen Monat dann schon ja, im Frühjahr sind. Ne? Und vielleicht haben wir noch ein paar Themen jetzt im Winter, wo wir auch sagen, die können wir im Außen klären. Das kann hier auch sein, ne? Dass wir da noch in dem Prozess so drin sind, dass wir noch gewisse Themen halt in die Wege bringen dürfen, müssen oder erledigen, damit wir wieder auch in diese Stabilität kommen, ne? In dieses Wohlfühlen bei uns auch. Und das ist vielleicht auch noch so ein Signal jetzt auch, so ein Hinweis, dann erledige das jetzt, was du noch erledigen solltest, müsstest, noch auf jeden Fall jetzt im Winter. Ne? Also sprich, wenn du es heute schaust, am 25.2. hast du noch einen knappen Monat. Das Frühjahr fängt am 21.3. an. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander mit Februar und März hier. Aber 21. März fängt das Frühjahr an. So, dann schauen wir uns aber natürlich die Stapel jetzt ergänzend dazu an, weil sie geben uns mit Sicherheit auch nochmal Hinweise, wertvolle Hinweise. Ich habe vorhin schon gesagt, du darfst entscheiden, ob es der erste oder zweite Stapel sein darf, Stapel links, Stapel rechts. Ich starte natürlich mit 1 und nehme uns hier direkt mit. Nein, wir lassen uns hier noch weiter stehen. So, was haben wir da Schönes? Oh, neue Karriere. Ja, seht ihr, vielleicht gibt es da noch etwas zu erledigen für. Deine berufliche Energie richtet sich jetzt in eine positive, neue und erfolgreiche Richtung. Wir nehmen die Drachenbotschaft mit dazu zur Deutung. Da haben wir den Erddrachen gezogen. Erddrache, reinig deinen Weg und das Land um dich herum. Bleib geerdet, sei bereit zu dienen. Festsitzende Energie löst sich. Du kannst im Leben vorwärts kommen. Ja, und das ist in jeglicher Hinsicht. Für mich ist neue Karriere, es kam mir jetzt direkt so, natürlich ist das jobbedingt auch, ne? Aber neue Karriere ist für mich trotzdem, es ist ja immer eine Begrifflichkeit. Und neue Karriere kann für mich auch sein, auch wenn hier beruflich steht. Es kann natürlich auch sein, dass du dich nochmal verwirklichen möchtest, dass du nochmal ein Hobby zum Beruf machen möchtest, dass du für dich sagst, ich möchte mich verändern, ne? Weil meine Karriere oder mein Wohlfühlen liegt auch daran, wenn ich mal wieder mich im Außen zeige, wenn ich wieder Freundschaften pflege, wenn ich mich wieder treffe mit Familienmitgliedern, mit Freunden, wie auch immer, alles, was machbar ist. Ne? Und dann können diese festsitzenden Energien, die mich vielleicht geblockt haben bis dato, ne, diesen Weg zu gehen oder mal endlich mal weiterzugehen, weiter zu verfolgen, dann kann ich hier im Leben vorwärts kommen. Ne? Und das weißt du am besten. Es kann nämlich sein, dass du jetzt sagst, naja, ich bin schon in Rente und will jetzt beruflich gar nicht mehr irgendwas Neues, anfangen oder wie auch immer. Manchmal ist es aber auch so, dass Kreativität haben wir hier in der Karte auch, dass du wirklich irgendwas noch ansehen darfst, ne? was vielleicht auch noch mal, keine Ahnung, wenn du malst oder den Wunsch hast, ein bisschen mehr zu malen, dass du vielleicht irgendwann mal eine Ausstellung machst und dann doch deine Bilder verkaufst, wie auch immer. Ne? Also es münzt bitte auf euch um, aber es muss nicht immer klassisch, bitte sei da nicht immer so festgefahren. Es muss nicht unbedingt immer eine klassische berufliche Karriere sein. Ne? Das ist ein Wohlfühlen, das ist ein Weiterkommen. Und wenn das meine Themen sind, dann ist das für mich auch, ne, dass ich da eine neue Ebene auch spüren darf und auch letztendlich empfangen darf. Und ich finde gerade so, die sich aber auch letztendlich jetzt im Job neu ausrichten wollen, dann ist es wichtig, jetzt noch auch Entscheidungen zu treffen. Ne? Jetzt noch auch im Winter. Ne? Also jetzt diesen knappen Monat, definitiv das nochmal anzuschauen, weil es hat eine erfolgreiche, positive Richtung mit sich. Ne? Und sei auch bereit dazu. Das ist auch so hier, ich kann mir vorstellen, vielleicht hat man auch öfter mal diese Gedanken gehabt, da was zu verändern oder ne, in welchem Bezug und zu welchem Thema dann auch immer, ob es jetzt klassisch Job ist, dann kriegst du hier das Go. Mach es. Ne? Lass es nicht alles nur in deinen Gedanken und in deinen Vorstellungen leben, sondern geh in die Realität, weil das ist was Großes. Es ist was Großes, was du daraus dann auch, ja, letztendlich in die Welt bringen kannst. Und für mich ist ja immer so, wenn es ist so ein rollender Faktor, das ist so ein Steil, die ins Rollen kommen. Ne? Wenn ich irgendwo weiterkomme, zufrieden bin, ob es jobbedingt ist, ob es Hobby, ob es mit Freundschaften ist, wo ich mich gut fühle, dann kommt so viel anderes auch peu à peu in den Fluss. Ne? Und dann kann auch so viel mehr Vertrauen auch in anderen Themen oder zu Personen dann auch auf jeden Fall kommen, als wenn ich sowas nicht erlebe, dann traue ich mich umso weniger nach vorne zu gehen. Ne? Und dann gehe ich eher wieder einen Schritt zurück. Und das ist hier nicht das Signal. Hier geht es darum, wirklich hier
im Leben vorwärts zu kommen. Und das bekommst du hier, wenn deine Gedanken hier auch Realität werden. Wir schauen uns den Heilstein an, haben wir den Appetit gezogen. Fortschritt, nicht Perfektion. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen oder urteilen Sie über sich. Konzentrieren Sie sich viel mehr darauf, was Sie schon erreicht und gelernt haben. Ja, das ist auch wichtig, weil oftmals ist es auch so ein Blocker, ne? Ich bin auch so jemand, der so extrem perfektionistisch ist, ne? Aber ich stehe mir damit nicht mehr im Weg. Ich versuche alles, was möglich ist, trotzdem dafür zu machen. Sonst würde ich hier auch nicht immer damit auch stehen hier. Sonst wäre ich nicht authentisch, wenn ich das nicht sagen würde, dass man alles selber tun sollte, was in der eigenen Macht steht. Aber irgendwann muss man 5 Grad sein lassen. Ne? Und man kann nicht alles immer berücksichtigt haben oder alles erfüllt haben. Manchmal wächst dann auch, wir wachsen ja sowieso immer. Und wir lernen auch jeden Tag dazu. Und manchmal gibt es halt noch kleine Lücken. Natürlich sollte, ich sag mal so, ich als Trainer sollte schon ein Fundament mit einer Trainerausbildung haben, in der Zertifizierung auch und so. Ne? Das gebe ich jedem mit, nicht jetzt einfach so, klar, Trainer, Coach, die Wörter sind nicht geschützt. Ne? Für mich ist wichtig, dass ich zertifiziert überall bin, weil das kann ich nach außen dann auch letztendlich darstellen. Ne? Theorie und Praxis ist da alles. Aber das ist wichtig für mein Fundament. Das war damals für die Selbstständigkeit wichtig. Aber es war nicht wichtig, vielleicht noch ein Seminar zu besuchen, keine Ahnung, vielleicht jetzt auch mein Heilpraktiker für Psychotherapie, dass man das alles lernt und so. Das ist jetzt für mich kein Fundament gewesen. Das ist jetzt aufbauend, weil ich mit Psychologie noch mehr beschäftigen möchte. Aber das ist halt aufbauend. Das hätte mich aber niemals damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, wo ich das schon vielleicht im Kopf hatte, hätte ich mich aber jetzt damit nicht sagen müssen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache mich nicht selbstständig, weil ich jetzt die Hausarbeiten vom Heilpraktiker für Psychotherapie noch nicht fertig habe. Ne? Das ist ja Quatsch. Ich meine, ich habe damals jetzt noch gar nicht angefangen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das Essentielle sollte da sein. Aber ansonsten geht weiter. Lebt es vor allen Dingen. Das ist hier alles hier. Ne? Das Leben ist vorwärtskommen. Und es soll berufliche Energie richtet sich in eine positive, neue, erfolgreiche Richtung. Und hier im Winter kannst du im Außen da vielleicht nochmal vielleicht auch Kontakte knüpfen, ne? oder dich halt wirklich stärken, halt auch, dass du in deine Balance kommst, dass du halt Gespräche führst im Außen darüber, ne? dass du dich nochmal reflektieren lässt und so. Aber dann gehst du auch weiter. Ne? Fortschritt, nicht Perfektion. Und nicht wieder zurückgehen. Ne? Das ist ganz wichtig, nicht wieder zurückgehen, sondern diese Gedanken dann auch leben. Wenn ich einen Austausch hatte, wenn ich da wirklich schon vieles berücksichtigt habe und was wirklich wichtig ist, um überhaupt starten zu können oder um weiterzugehen oder mich auch verändern. Manche vielleicht sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl im alten Job oder wie gesagt, in einem Hobby auch. Oder ich habe euch ja gesagt, man kann das auch letztendlich auf andere Themen münzen. Schaut, dass es für euch halt passt. Aber wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle oder mich da im Kreislauf befinde, dann sollte ich im Außen suchen, ne? was kann ich finden, um dass es mir oder mich in meine Mitte wieder bringt, ne? Und dass es mich wieder glücklich macht auch. Und vielleicht auch Gespräche im Außen, dann halt mit Familienmitgliedern, mit Freunden zu treffen. Und, ne? Ich sage jetzt mal wirklich dahingehend auch nochmal eine andere Meinung aus einer anderen Position zu bekommen, ne? Wenn ich hier noch nicht zufrieden bin, um das wirklich in die Tat umzusetzen. Aber dann geht es auch wirklich in die Mache. Und diese Gedankenwelt, die darf dann auch Realität werden. Ganz, ganz wichtig, weil das ist dein Erfolg und das ist auch das, was deinem persönlichen Glück, deinen inneren Seelenfrieden und dein Herz auch wieder ja, lachen lässt. Schauen wir uns das Engeleinchen an. Schaut mal hier, hier ist der Traum. Ja, Träume leben, definitiv. Wenn Ziel und Aufgabe zusammentreffen, erfüllen sich Träume. Wir sind Gottes Traum, ja, und ich sage euch immer, ihr müsst dafür nicht an Gott glauben. Das hat damit gar nichts zu tun. Das sind Engeleinchen, die sind darauf bezogen natürlich. Aber hier geht es darum, Träume zu leben. Und in welcher Hinsicht auch immer. Ne? Münzt es für dich um. Und wenn es in Anführungsstrichen dein Wohlfühlweg ist, ne? Dein Vorwärtskommen und da auch nicht zu streng mit dir sein, ne? Sondern nimm das in Anspruch. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, wo wir wirklich an uns rummeckern und sagen, nee, ich mache das jetzt deswegen nicht, weil keine Ahnung, ja, das passt noch nicht, jenes passt noch nicht und dann gehe ich nicht weiter. Doch, lebe deinen Traum, ne? Lebe dich, dein Glück, dein Vorwärtskommen vor allen Dingen und zu welchem Thema auch immer, ob es wirklich beruflich hier gesehen ist oder zu anderen Themen. Es geht hier wirklich darum, dass du bereit bist und festsitzende Energien lösen sich auch, ne? Und durch Gespräche, durch Präsentheit, das ist auch so, wenn man sich im Außen auch wieder
Präsentheit ist. Ich bin auch echt, also manchmal habe ich ja, ich glaube, ich habe tolle Erfindungen bei Wörtern, eine Präsentheit. Ich wollte Präsenz sagen. Die Präsenz im Außen, die gibt uns auch ganz viel. Naja, Präsentheit, jetzt habt ihr ein neues Wort von mir gelernt. Ne? Nein, aber manchmal ist diese Präsenz halt einfach, dass man ja wieder sich im Außen auch, ne, präsentiert, gibt uns auch ein gutes Gefühl, weil wir schon einen Schritt wieder gemacht haben, wenn wir uns vorher mehr eingeigelt haben, wenn wir uns vorher nicht an uns selbst geglaubt haben, dass hier wirklich eine Weiterentwicklung ist, ne? Ob es im Job oder Hobby etc. Hier geht es darum, Träume zu leben und ich lese es gerne noch einmal vor. Wenn Ziel und Aufgabe zusammentreffen, erfüllen sich Träume. Wir sind Gottes Traum. Ja, bitte mach was draus, ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir noch Stapel 2 natürlich hier auch. Ne? Was haben wir da? Bewege dich. Ja, bewege dich im Außen. Geh raus, mach was. Wenn dein Körper stärker und elastischer wird, wirst auch du dich in vielerlei Hinsicht besser und stärker fühlen. Und ich nehme natürlich die Drachenbotschaft mit dazu. Da haben wir den Aquamariendrachen vom Neptun. Eröffnet dir Zugang zur innersten Weisheit deiner Seele. Spiritualität und Weisheit stehen zu deiner Verfügung. Entwickle deine übersinnlichen Fähigkeiten und empfange unsankbares Seelenwissen. Ja, und schaut mal, bewege dich. Ne? Das ist auch immer so vom Mindset her, bewege dich. Ne? Transformiere dich, sei offen, reflektiere dich. Ne? Schau alles oder nimm alles in Betracht, schau dir alles an und klar ist das hier auch, ne, dass du dich bewegst, dein Körper auch. Es ist halt so, wenn wir uns bewegen und nicht auf der Stelle sitzen, also ganz klassisch wirklich jetzt, und nicht nur die ganze Zeit im Sitzen verbringen, uns bewegen, dann kommen viel mehr Ideen. Ne? Wir bekommen mehr Energie, weil Sauerstoffzufluss, ne, gerade auch ein Sauerstoffaustausch, auch wenn ich mich bewege. Das ist alles so ein Kreislauf, der uns fördert auch, um auch wirklich da auch weiterzumachen und weiterzugehen. Und das ist hier auch mit dem Außen, was ich vorhin sagte, im Winter noch irgendwie ja, Punkte zu setzen, vielleicht auch wirklich Themen anzusehen, die jetzt wichtig sind, für was auch immer, ne? Für welches Thema auch für dich jetzt wirklich da eine Rolle spielt. Und du wirst dich dadurch auch besser fühlen. Und du hast ja die Harmonie-Balance-Karte schon. Und die kommt dadurch, dass du dich in Bewegung setzt, dass du im Außen Sachen erledigst, dass du rausgehst, dass du im Außen dich triffst, vielleicht auch Austausche mit Menschen wahrnimmst, die das auch nochmal fördern, dich nochmal spiegeln, dich nochmal reflektieren lassen. Ne? Und dann hast du ganz viele Impulse, Informationen auch und kannst auch hier weitergehen. Ne? Das ist wichtig. Und kannst auch hier das vollenden, was du vielleicht in Gedanken bis dato in Anführungsstrichen nur hattest. Und Weisheit zu deiner Seele, ich finde das ganz toll, kriegst du halt auch durch Impulse, auch diese Sicherheit, dass es wichtig ist und wir haben ja auch hier besser, du wirst dich in vielerlei besser und stärker fühlen und hier haben wir ganz klar die Weisheit zu deiner inneren Seele, ne? Das ist letztendlich, du bekommst dieses Seelenwissen und dann bekommst du dadurch natürlich, wenn du Impulse hast, wenn du Zufriedenheit hast, ne? Wenn du Informationen hast, dann wirst du automatisch stärker, man fühlt sich auch besser, klar, ne? Man hat da nicht mehr so viel Zweifel oder Ängste und so, wenn man da ganz klar ist auch. Ne? Ob jetzt ganz klar, das ist immer eine Reise, es ist ein Weg zu dir und das ist wichtig, aber diesen auch in Betracht zu sehen und auch zu ziehen und vor allen Dingen eröffnet dir Zugang zu deiner innersten Weisheit, deiner Seele, da möchte noch was raus und wenn du in Bewegung gehst, ich habe immer, wenn ich, das sage ich euch auch manchmal, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, aber ich bin ja jeden Tag, gehe ich ja spazieren, meine anderthalb, ein, dreiviertel Stunde, jeden Tag, egal in welcher Stadt, Land ich auch bin, auch beim Arbeiten und wenn ich abends ganz spät nochmal rausgehe, ich brauche das und wisst ihr, was ich da für Gedanken habe, das ist so mega, ne? Ich lasse so alles so freien Lauf, ich habe so viele Ideen, bin kreativ, das ist auch, wie gesagt, die Kreativitätskarte im Außen, ne? Also lass dich da beflügeln, inspirieren und du musst deswegen jetzt nicht anderthalb, ein, dreiviertel Stunden draußen spazieren gehen, um das zu bekommen, aber bewege dich. Ne? Weil wenn man sitzen bleibt oder die ganze Zeit im Bett liegen bleibt, dann wisst ihr selber, dann sind wir eher total noch mehr ausgelaugter, noch müder und. Ne? Wir müssen in Bewegung gehen, um Kraft und Energie zu tanken und das bringt dir ganz viel. Und empfange unsagbares Seelenwissen. Ich finde das schon ganz toll, dass du, ne, ich kann gerade so, vielleicht kannst du dich ein bisschen mit mir identifizieren, was ich sage, aber wisst ihr, dass ich wirklich in diesen anderthalb, ein, dreiviertel Stunden jeden Tag
Ich entwickle da so viele neue Ideen und ich bekomme so viel Wissen auch und so viel Impulse, so viel Antworten auch für mich selbst. Ne? Vielleicht versucht ihr es da mal oder vielleicht seid ihr auch in dieser Position oder diesen, ne? Oder sagt selber, das ist bei mir genauso. Ne? Oder macht auf jeden Fall das, wo ihr in Bewegung setzt und wo die Energien und wirklich, wo alles fließen kann bei euch. Ne? Euer Kreislauf auch in Bewegung ist und wo ihr auch neue Gedanken fassen könnt. Schauen wir uns den Heilstein dazu an. Da haben wir den Lapislazuli gezogen. Lebensverändernde Erscheinung oder Erfahrung. Ein großer und segensreicher Wandel steht Ihnen bevor. Und Gott unterstützt Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg. Und wie gesagt, ne, ich sage es immer wieder, ich muss es aber auch sagen, weil manche können sich sonst nicht identifizieren mit den Botschaften. Ihr müsst dafür nicht an Gott glauben. Ne? Das sind Engelkarten, Heilsteinkarten, die haben diesen Bezug, aber das hat trotzdem nichts damit zu tun, wie du oder an wen du glaubst. Es soll dich inspirieren und motivieren. Und schaut mal, es ist das, was ich vorhin sagte. Ich habe dann die Ideen, ich habe manchmal auch so, dass ich so Impulse bekomme, wo ich dann schon mal denke, so, ich brauche Stift und Zettel und wie auch immer und ne, dann tippe ich irgendwas ins Handy ein, damit ich das bloß nicht vergesse. Und hier möchte bei dir wirklich etwas jetzt, also es gibt Sachen, die du jetzt im Winter, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, nochmal in Bewegung setzen darfst und es kommt wirklich, kommt ein Wandel hier und du wirst unterstützt, ne? Lass den Gedanken freien Lauf. Nicht die Laus über die Leber, die hier läuft, sondern lass den Gedanken freien Lauf, ne? Höre auf deine Seele, schau in dich hinein, ne? Versuch Energie zu tanken, bei welcher Kraftstelle, Kraftort, wo auch immer du dich wohlfühlst. Weil es kommen hier lebensverändernde Erscheinungen oder Erfahrungen. Und wenn ein Wandel bevorsteht und du wirst auch noch geschützt und beschützt auf diesem Weg, dann heißt es für mich, hier ist wirklich noch ganz viel in dir, was jetzt endlich raus will. Ne? Und wichtig ist aber, dass es auch rauskommt, ne? Und dass es nicht hier in deinen Gedanken rückblickend bleibt oder in diesen Gedanken, die jetzt ist allerhöchst, jetzt will ich nicht sagen, es ist 5:12, aber so ist es, ne? Weil ich euch gesagt habe, in fast einem Monat ist schon Frühjahr und wir sind jetzt noch im Winter. Natürlich müsst ihr dann im Frühjahr noch nicht alles realisiert haben, aber wichtig ist, in Gang gewisse Prozesse zu setzen, ne? Die in Bewegung zu bringen, ne? Durch euch und durch euer Vertrauen, was ihr hier haben könnt, durch eure Zufriedenheit und empfange unser Seelenwissen, du wirst wirklich da auch geführt werden. Und das ist mir auch ganz wichtig, diese Botschaft, dass du die für dich auch so ja, einordnen kannst. Du wirst schon geführt, aber du musst trotzdem einen Schritt musst du machen, damit mehrere Schritte bzw. Steine auch ins Rollen kommen können. Ne? Schauen wir uns das Engeleinchen an. Ja, und da ist die Belohnung. Die Fülle kommt doch schon hier. Fülle. Innerer Reichtum manifestiert sich im Außen. Teile diesen großzügig. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, mit dem Wandel hier. Du wirst unterstützt hier durch das Seelenwissen, durch das Ansehen, durch das Weiterentwickeln, durch das Machen, Tun im Außen und du jetzt vielleicht auch noch im Winter, ne, so diese Vorzeichen zu setzen auch. Ne? Und du hast die Belohnung. Ne? Du wirst ja hier schon beschützt, also kannst du diesen Wandel annehmen. Dann kannst du auf deine Seele hören. Du wirst letztendlich, wenn du das in die Wege bringst, wirst du dich noch stärker und besser fühlen, weil du halt ausgeglichener bist. Ne? Du hast die Harmonie hier zurück, weil du halt die Sachen auch erledigt hast. Und Fülle, innerer Reichtum manifestiert sich im Außen. Teile diesen dann großzügig. Ja klar, wenn ich mich gut fühle, dann teile ich schon, indem ich ein Lächeln in die Welt setze, jemandem Lächeln schenke. Ne? Zufriedenheit äußert sich so stark auch in unserem Wohlfühlen, unseren Worten, auch die Wortwahl auch mit anderen Menschen. Wir sind ja viel gelassener, wir können viel schneller auch mal 5 Grad sein lassen bei Menschen. Wir müssen nicht immer so kritisch sein. Ne? Wenn wir uns nicht gut fühlen, dann ist es manchmal unser Spiegel auch und so können wir manchmal drüber stehen auch. Und wir schenken natürlich dann auch, wir teilen dann diese Fülle halt auch großzügig, wie auch beim Engel jetzt hier gezeigt. Aber letztendlich ist für mich hier Fülle, heißt dadurch, dass du was in Bewegung hast, wenn du weitergehst, deine Themen, du selbst, deine inneren Themen, dein Seelenwissen rauslässt, dass was wirklich an den Tag aus deinem Kopf gebracht werden will, in die Realität, in deinen Wohlfühlmodus. Ne? Und wie gesagt, so was auch immer das auch ist, da bekommst du die Fülle. Also letztendlich wird es niemals schlecht sein, sondern eher sehr, sehr positiv, wenn du da ins Tun kommst, ins Handeln kommst. Und ich will euch da wirklich, ich habe euch das schon anderen Orakeln auch gesagt, das ist jetzt auch wichtig, auch nochmal dadurch, dass wirklich am 21. März das Frühjahr mit dem Jupiter beginnt und Jupiter meint es gut mit uns. Und wenn wir da schon manche Vorläufe gesetzt haben, Schritte gemacht haben, dann bekommen wir dazu noch das Doppelte zurück
im Guten, es geht weiter. Wenn wir aber im Stillstand sind oder wenn wir wieder alles nur im Kopf haben und nicht realisiert haben, dann kriegen wir noch mehr Gedanken im Kopf. Aber das ist ja nicht die Realität. Wir bekommen von Jupiter das, was gerade da ist, bekommen wir noch mal mehr, weil wir belohnt werden sollen. Ne? Und deswegen ist wichtig, dann auch zu dem Zeitpunkt auch wirklich da zu sein, dass man positiv nach vorne schaut, dass man gewisse Sachen in Bewegung setzt, dass man klar ist, dass man Entscheidungen getroffen hat. Ne? Und dann kann daraus ganz viel mehr werden, aber positiv mehr. Und nicht, wenn man jetzt noch da total im Pessimismus etc. ist, ja, dann kriegen wir davon dann auch mehr. Und das wünsche ich niemandem. Deswegen geht da in die Tat, ne? Handelt und macht und tut. Ihr Lieben, dicken Drücker, ich freue mich über den Daumen hoch und ich wünsche euch drei wundervolle Tage. Bis dann. Tschüss.